Hallihallo, Hallöchen, hier spielt wieder Bausimulator 22 und sind da auf dem Weg zum nächsten Auftrag. Wir müssen eine Baustelle einrichten, müssen Generator, Kabeltrommel und zwei Toiletten zur Baustelle liefern. Und das machen wir heute mit unseren Sattelauflieger und einen Kran und einen großen Tieflader haben wir natürlich hinten dran. Und jetzt geht es erstmal zum. Oh. Die Bremsen sind gut, die quietschen komplett. Jetzt geht es erstmal zum Verladeort. Wo müssen wir da hin? Da hinten. Und dann geht's danach zur Baustelle. Jetzt müssen wir aber gerade mal warten, bis die Ampel hier grün wird. Das geht meistens ewig. Okay, jetzt dürfen dann wahrscheinlich die anderen erst fahren. Jawohl. Und dann fahren wir irgendwann. Also vom Platz her sollten wir alles hier drauf bekommen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Generator ist, aber ich denke, der ist nicht so riesig. So, grün. So, dann haben wir schon wieder eine Ampel. Und irgendeiner hört da richtig laut Musik. Also LKWs haben wir ja in unser Unternehmen jetzt schon reichlich. Wir haben zwei Sattelaufleger und zwei mit Pritsche oder Mulde. Und Bagger und weiß ich was alles. Wir haben sogar einen mobilen Kran, genau. Und wir haben sogar einen festen Kran. Wie heißt denn das? Hallo, ich habe schon Vorfahrt hier, ich bin auf der Hauptstraße, Junge. Guck ein bisschen mal, wo du fährst. Eierkopf. Grün, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber ich finde die Karte noch cool. Es ist so irgendwie alles da. Von Wasser bis Berge, Landwirtschaft, Stadt, Vorstadt, Dorf, Wald. Wahnsinn. So, jetzt lass mal mich hier durch. Einer muss ja arbeiten hier.
Nein. Wo hat's mich jetzt hingeschickt? Okay, da ist die Baustelle. Aber wo kriege ich... Okay, die Baustelle habe ich gefunden. Aber das Zeug nicht. Das hätte ich noch abholen müssen. Warum? Ich dachte, ich muss hier, wie bei den anderen Auftrag letztens. Okay, die Straße, die haben wir ja hier gebaut. Okay. Das ist jetzt ein bisschen... bisschen blöd. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich muss das von hier holen. Ist eigentlich gar nicht so weit weg. Also, das. Das. Und die Kabeltrommel. Das. Jetzt. Warte mal. Ich fahre erstmal dahin. Das ist ja gleich um die Ecke hier. Ich wollte ja nur mal gucken, die Örtlichkeiten hier auf der Baustelle angucken. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Weitergemacht hat keiner. Hier können wir dann auch noch einen großen Auftrag annehmen. Also hier ist noch Straße zu bauen und ein richtiges Wohngebiet. Also das kann hier richtig eine Großbaustelle werden. Also wenn wir da erstmal angefangen haben, kommen wir so schnell nicht mehr weg. Und ich würde das schon machen, aber ich kann immer bloß einen Auftrag annehmen. Und da würde ich lieber so einen Großauftrag machen. Und also ich würde erstmal das rausarbeiten, damit ich zwei Aufträge annehmen kann. Und dann würde ich immer einen Großauftrag machen und dann noch so einen kleinen Auftrag für Abwechslung. Weil manchmal gibt es da halt schon so Arbeiten, wo du halt stundenlang baggern musst. Ah, das Schild war eh kacke. Was ist denn da los? Aha, der schwenkt noch so aus, weil er so viel mitlenkt da hinten. So, wo ist denn hier der Eingang? Also, das haben wir schon. Jetzt gehen wir noch zur Kasse und sagen das. Okay, kaufen. Die haben alles hinten drauf geknallt. Muss das so? Ich habe viel zu großen Anhänger hier mitgenommen, aber der war halt schon dran. So, dann fahren wir jetzt halt zur Baustelle wieder. Jetzt ist es wahrscheinlich so, damit ich mit dem Kran gar nicht reinkomme. Und noch den Anhänger abkuppeln muss.
Unser Schild ist schon wieder hingestellt, okay. Was habe ich jetzt umgefahren? Gar nichts. Glaube ich. So, ich weiß nicht, wie ich mich hinstellen soll. So, es wird schon dunkel. Oh, aber ist jetzt nicht gut. Ich muss noch ein Stück vorfahren. Ja, da reicht nachher der Kran nicht. Das ist nicht gut. Ich kann den Kran nicht bewegen. Vielleicht muss ich noch den mobilen Kran holen. So, jetzt stelle ich mich mal dahinter und versuchen wir es jetzt. Das muss doch gehen. So, gut würde es aussehen, aber irgendwie macht er nicht ganz das. Ich kann immer noch lenken und fahren.
warum geht denn das nicht? Kannst vergessen. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. So, versuchen wir es halt doch angekoppelt. Keine Ahnung, jetzt geht's. So geht's denn jetzt? Kann ich den nur benutzen, wenn ich hinten was dran habe? Weiß jetzt, wird es wahrscheinlich so sein, damit ich mit dem Haken gar nicht bis da hinten hinkomme. Okay, ich habe mich getäuscht. Puh, das nimmt er noch mühelos mit. So, jetzt stehe ich aber zu weit weg. Shit, nichts passiert. Ich kann jetzt nicht mehr nehmen. Muss gerade ein Stück zurückfallen. So, ich habe echt nicht gedacht, damit der Kran bis da hinten hinreicht. Aber er geht wirklich bloß, wenn der Anhänger dran ist. Und es gibt ja da noch so richtige, sage ich mal, Auflieger, Transportauflieger. Wir haben jetzt eigentlich nur Tieflader.
So. So, jetzt muss ich noch mit dem Vorarbeiter sprechen hier. Na, Schnecke? Okay, Vorarbeiter ist weg, haben wir auch ab. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Und jetzt wollen wir gerade mal hier noch zum Händler gehen. Genau, und ich meine eigentlich diese Transportauflieger hier. Ich glaube, das sind die einzigen da. Ja, vielleicht kaufen wir uns so einen, ich weiß noch nicht. So, wir haben auf jeden Fall alle Lampen an hier. So, hier können wir jetzt auch noch Aufträge sehen. Wir sind nämlich da würde es sogar noch ordentlich Knete geben. Also Arbeit ist genug. Aber ich würde sagen, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, schaltet das nächste Mal wieder ein und dann machen wir wieder was Cooles. Bis denn dann. Ciao, ciao.